Hallo, ihr meine lieben Freunde, und damit darf ich jetzt eine Folge von Let's Play Random Matter begrüßen zur letzten Aufnahmesession, denn wir haben aktuell Sonntagmorgen, 22.10. 3:15 und ich denke mir, ich spiele das Spiel halt fertig. So, ich habe mich ja ausgestattet mit der M&M's und Spezi, dass wir hier das Rest des Spiels von uns durchstehen. Dauert nicht mehr ganz so lange, aber doch noch ein bisschen. Und ja, wir haben in der letzten Folge die Bombe fertig gebaut, die wir jetzt dem guten Charlie geben werden und dann hey, endlich Charlie, auszubrechen. Bist du da? Wuhu. Nur ein kleiner Augenblick. Also, bereit für den großen Knall? Wo hast du die denn her? Tja, ich bin ein Hacker. Mann mit vielen Talenten, Charlie. Auch wenn es nicht ganz einfach war, um ehrlich zu sein. Nee, wow. hat eine Weile gedauert. Ich dachte immer, ja. Du wärst nur ein dummer, fauler, übellauniger, kleptomanischer Bastard. Alter. Aber jetzt übertreib nicht. Das mit dem Faul stimmt gar nicht. Egal. Bist du bereit, dass wir uns von hier verpissen? Schon seit ich hergekommen bin. Los geht's. Bringen wir's hinter uns. Nice. Jetzt bin ich gespannt. Randy kroch in die Freiheit durch einen 500 Meter langen Schacht, der so ekelerregend nach Scheiße gestunken haben muss, dass ich's mir nicht mal vorstellen kann. Vielleicht will ich's mir auch gar nicht vorstellen. 500 Meter. Das ist die Länge von 8 Millennium Falcons. Etwas mehr als ein halber Kilometer. Krass. Echt krass. 500 Meter. Wenn ich mir Randy vorstelle, wie er den U-Bahn-Schienen gen Westen folgte, muss ich immer noch schmunzeln. Randy Hicks, der durch den Scheißkanal gekrochen war, um am anderen Ende stinkend wieder herauszukommen. Randall Hicks war auf dem Weg nach Hause. Yes! Verdammt, ich musste das meiste meines Inventars bei der Flucht zurücklassen. Nein. Aber wenigstens bin ich jetzt frei. Das ist gut. Was haben wir denn noch? Kaugummi? Eins der Päckchen Nikotinkaugummis, die Karl jeden Tag in meine Zelle bringt. Und ein Schlüssel. Der Schlüssel zur Speisekammer in der Küche. Dürfte beides übel unnütz sein. Aber schauen wir mal. So. Gehen wir doch mal nach Hause, würde ich sagen. Hallo. Guten Abend. Hey. Also, ich hoffe, wir sind nicht verheiratet oder so. Hilfe. War das eine Antwort? Weißt du was? Ist auch egal. Ich will nur ins Bett und 1000 Stunden schlafen. Kann ich mir vorstellen. Diejenigen unter uns, die ihn besonders gut kannten, haben oft über ihn gesprochen. Vor allem über die Nummer, die er abgezogen hat. Wir lachten gerne. Wer ist eigentlich darüber. Der Erzähler? Um was geht's da eigentlich? Manchmal macht es uns allerdings traurig, dass Randy weg ist. Ich sag mir dann immer, einige Vögel sind nicht dafür geschaffen, eingesperrt zu werden. Sie haben ein zu glänzendes Gefieder. Und wenn sie davonfliegen, dann jubelt der Teil in mir, der weiß, dass es eine Sünde war, sie einzusperren. Und dennoch ist es da, wo man lebt, trauriger und leerer, wenn sie weg sind. Um ehrlich zu sein, mein Freund fehlt mir einfach. Magischer Ring. Fuck you! Ich hab die Schnauze voll. Ich gebe auf, okay? Was? Ich lass das jemand anders machen. Ich hab schon genug gelitten. Aber dann ich werde einfach lernen, mit dem Scheißfluch zu leben. Okay. Weil eins ist sicher. Viel schlimmer kann's nicht werden. Ah! Das würde ich jetzt so nicht sagen. Tag 2190, Montag, das letzte Barbecue. Jetzt hab ich Hunger. Mein Gott, es hat funktioniert! Ich bin immer noch frei. Mann, das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Bist du sicher? Oh. Oh, was zum... Komm schon, echt jetzt? Fucking Armageddon? Das darf doch alles nicht wahr sein. Du hast gestern noch gesagt, es kann nicht schlimmer werden. Sowas darf super. Man nicht sagen. Einfach super. Wie anders sollte man auch diese ganze Scheiß-Odyssee beenden, als mit dem verdammten Scheiß-Weltuntergang? Schwefelregen, ja. Über Lava und verfaulende Körper, soweit das Auge reicht. Das ist aber schön, das wird Nino gefallen. Geschmack. Nino und Dolliger, denen wird das gefallen. Schau mir mal raus. Sieht so aus, als gingen da draußen ganz üble Dinge ab. Schau mal raus. Da gehe ich jetzt nicht raus. Warum nicht? Okay, ich denke, wir können hier eine Socke. Nur eine Socke?
Die war schon da, als ich eingezogen bin. Nimm mit. Warum zum Geier sollte ich die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Weißt du, Rufus hätte die Socke mitgenommen, aber du... Oh cool, da ist ein Poster von Day of the Tentacle. Also das nenne ich mal Hochkultur. Könnte, by the way, das nächste Let's Play werden. Das dürft ihr noch bestimmen, da kommt aber noch ein Infovideo mit allem. So. Gehen wir doch mal ins Wohnzimmer und gucken, was hier so abgeht. Okay, die Frau ist weg. Okay, hallo? Schätze, Marconi schlägt zurück. Das ist ja der Tod. Hallo, Tod. Ja, ja, lass mal stecken, okay? Ich bin tot. Hi. Ich würde dir ja einen guten Tag wünschen, aber sicher hast du schon festgestellt, dass an diesem Tag nichts Gutes ist. Nicht ganz. Ja, was aber? Ist dir eigentlich klar, wie viel Arbeit... Warum hat er eigentlich keinen Untertitel? Und alles wegen dir. Die Hölle läuft über und der Papierkram stapelt sich bei mir bis zur Decke. Vielen Dank, Kumpel. Bitte? Aber ich... Was willst du mir damit sagen? Du bist hier wegen meinem Traum, oder? Wovon um alles in der Welt redest du? Naja, ich hab da immer diesen Albtraum, wo du kommst, um mein Waschbecken zu reparieren und dann willst du meine Seele als Bezahlung. Und wie sollte ich irgendwas über deine nächtlichen Träume wissen? Glaubst du, ich bin so eine Art perverser Spanner, der auf die Träume anderer Leute abfährt? Ich bin doch nicht der Weihnachtsmann. Na gut, okay. Alles aber was klar. Geht hier gerade ab? Was glaubst denn du? Das ist der scheiß Weltuntergang. Zufrieden? Warum sollte ich zufrieden sein? Du versuchst mir also klarzumachen, dass derjenige, der für das jüngste Gericht verantwortlich ist, nicht mal weiß, was er angerichtet hat? Actually, ich soll dafür verantwortlich sein? Ich hab doch nur geschlafen. So einfach ist die Sache nicht. Du hast das Raumzeitkontinuum einmal zu oft verändert und die Realität bricht auseinander. Wir sind hier, um das System zu rebooten. Weißt du... Alter, wie bei der Digi-Welt. Was heißt denn wir? Du LOL. Weißt schon, wir... Digimon Trikokuhaku. Ich spoilere jetzt aber nicht. Und dieser Charakter... Matt! Hey, Mann! Er lebt endlich mal. Nice! Matt, du lebst! Ja! Hast du ein bisschen Knuspermüsli, Kumpel? Bäh. Schön, dich zu sehen, Mann. Das ist schon so lange her. 3 Jahre. Klar, Mann. Also, warum haben die anderen keinen Untertitel? Egal. Was für eine Braut? Du weißt schon, die von der Show. Ich fühle mich, als wäre Sonntag Ewigkeiten her. Du bist so ein Schlappschwanz, Randall. Ein paar Bier und du weißt nicht mehr, was du letzten Abend angestellt hast. Ja, weißt du, ist nicht leicht, mit dir mitzuhalten. Ach, entspann dich. Das Mädel war sowieso nicht deine Kragenweite, Alter. Die war sowieso mehr an ihrem Esel interessiert. Also, wie sieht's aus? Was? Müsli? Klar, aber... Bist du sicher, dass es dir gut geht? Warum auch nicht? Obwohl, jetzt wo du es sagst, du warst derjenige, der ein bisschen komisch aussah. Man hätte glauben können, du wärst gerade aus dem Knast ausgebrochen mit dem orangefarbenen Pyjama. Meine Herren... Ja, bitte? Verschieben wir doch die Pyjama-Party auf später, ja? Aber... Mr. Tod. So, meine lieben Jungs... Ich habe mit euch zwei schon genug Zeit verschwendet. Das Kolosseum wird nicht von alleine in sich zusammenfallen, müsst ihr wissen. Naja, vielleicht doch. Ich habe jedenfalls eine Menge zu tun. Seelen ernten, Städte zerstören, Körper versengen, das volle apokalyptische Programm. Oh ja, prinzipiell alles und jeden exterminieren, außer euch zwei beiden. Was? Okay, aber... Was haben wir denn mit dem Ganzen zu tun? Er ist fast ebenso schuld wie du. Ihr wartet hier, bis ich mit der Apokalypse durch bin. Alles klar. Dann wird euch die Steuerbehörde für all eure Vergehen bestrafen. Oh Gott, nein, bitte nimm uns mit. Kann bitte. Ich klar sehen? Wie oft soll ich noch sagen, dass du nicht immer irgendwelchen Unsinn auf dem Shopping-Kanal bestellen sollst? Warte mal noch einen Moment. Ich hab da noch ein paar Fragen. Dann mach mal hin. Meine Brüder warten auf mich. Also, Matt und ich werden dann die letzten Menschen auf Erden sein. Das klingt irgendwie mega creepy. Matt und ich werden die letzten Menschen auf Erden sein? Exakt. Oh, so wie in der einen Folge von Twilight Zone. Die mit dem Mann, der so gerne Bücher liest. Oh, der Typ, dem am Schluss die Brille kaputt geht. Ja. Mann, was für eine Scheiße, was? Mhm. Ach, eine ziemliche Scheiße. Es sei denn, er konnte Blindenschrift. Ich bin ja nicht gerne Spielverderber, aber ich persönlich würde lieber auf schmerzhafteste Weise sterben, als auch nur 2 Minuten mit den Pennern von der Steuerbehörde zu verbringen. Nein! Wir haben den ADAC überlebt. Wir sind härter drauf, als du glaubst. Tja, genau genommen haben wir den ADAC sogar abgefackelt. Nice, aber wir das ADAC-Cosplay von Japan-Tag. Okay.
was die Steuerbehörde, ich weiß nicht, was die Steuerbehörde damit zu tun hat. Und das ist mir auch völlig, ja, mir auch. Ich weiß nicht, was die Steuerbehörde damit zu tun hat, aber ehrlich gesagt ist mir das auch völlig egal. Aber du musst das verstehen, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich bin bloß das Opfer eines fürchterlichen Fluchs, der mich zwingt, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleiden. Also glaub mir, wenn ich an der Situation irgendwas ändern könnte, hätte ich es schon längst getan. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Du wirst hier warten, bis ich auch die letzte Spur von Leben auf der Erde vernichtet habe. Okay, warte mal, Mann, warte. Willst du damit sagen, dass der Typ allen Ernstes und wirklich der Sensenmann ist? Wenn du nicht, ja, wie sieht er denn aus? Hättest, wäre das sicher auch schon aufgefallen. Er sieht nicht gerade aus wie Bruce Lee. Sieht für mich aus wie ein Irrer in einem Kostüm. Und du meinst nicht, dass all die Leichen und das ganze Feuer irgendwie merkwürdig sind? Danke, Randy. Jetzt, danke. Jetzt, wo du es sagst, kommt das Puzzle allmählich zusammen. Aber du kennst mich ja, heute ist Montag und normalerweise brauche ich bis Donnerstag, um mich vom Wochenende zu erholen. Entschuldigt bitte. Nein, ich weiß, mir lieber, aber seid ihr bald fertig? Moment mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Seit wann zieht sich Matt den Shopping-Kanal rein? Das ist natürlich das Allerseltsamste. Wenn man die Realität verändert, hat das Konsequenzen. Ich habe nur eine Notlösung installiert. Du und der Typ mit der Brille habt das Raum-Zeit-Kontinuum einfach zu oft verändert. Was genau verändert denn das Raum-Zeit-Kontinuum? Und was hat das alles mit dem Shopping-Kanal zu tun? Das würde mich jetzt auch interessieren. Jeden Tag wird die Geschichte neu geschrieben und alles muss im Einklang sein. Du hast erst versucht, alles wieder hinzubiegen, ja, aber du hast dich zu sehr darauf konzentriert, eine wichtige Figur zu werden. Du bist das eigentliche Problem jahrelang nicht angegangen. Das stimmt doch gar nicht. Ich saß im Knast. Was zur Hölle sollte ich denn machen? Ein Wunder, dass ich überhaupt fliehen konnte. Geht's hier um eine neue Fernsehsendung oder was? Ruhe, Matt. Jeden einzelnen Tag, hören, den du drin verbracht hast, hatte ich eine Verabredung mit deinem bebrillten Freund hier. Aber alles wäre nicht passiert. Wäre da nicht ein kleines Detail? Dein Freund hier ist völlig versessen auf eine bestimmte Produktlinie. Es geht um den Shopping-Kanal, stimmt's? Du meinst die Wondermatic 9000-Serie, oder? Oh, da stehe ich voll drauf. Yeah. Eben die. Wondermatic Industries wurde größer und größer. Alles nur, um die Nachfrage zu befriedigen und um Matthew Griffin dabei behilflich zu sein, sie hier umzubringen. Hat er gerade gesagt, Matthew Griffin dabei behilflich zu sein, sich umzubringen? Ja, Ruhe, red weiter. Aber das eigentliche Problem kam erst ein paar Monate später. Wenn man jeden Tag ein neues Produkt auf den Markt bringt, hat man bald keine Ideen mehr. Also war am Ende der Shopping-Kanal voll von nutzlosen Produkten, die außer Matt nie jemand kaufen würde. Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich die Sache mit dem Shopping-Kanal. Und wie kann das aber die Matt Apokalypse ganz normal aus? Er ist etwas weggedreht im Vergleich zum letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, aber sonst sieht er sogar ganz gut aus. Oh. Ach, dein Freund ist kein Problem mehr. Es ist erledigt. Obwohl er sich an das eine oder andere vielleicht nicht mehr erinnern wird. Tja, das ist ja da nichts Neues. Warum redet ihr über mich, als wäre ich gar nicht da? Ich komme euch in ein paar Stunden abholen. Denkt nicht mal daran, diese Wohnung zu verlassen. Nein, wir doch nicht. Kein Aber. Genug gequatscht. Ich bin wegen dir sowieso schon spät dran, weißt du? Bald werdet ihr beiden die letzten Lebewesen auf diesem Planeten sein. Benehmt euch also. Okay. Merkwürdige Situation, was? Merkwürdige Situation? Na dann schau mal aus dem Fenster, da läuft gerade die verdammte Scheiß-Apokalypse. Ja, sieht so aus. Frag mich, was da wohl passiert ist. Du meinst, das weißt du nicht? Alter, Tod höchstpersönlich hat dich eben hergebracht. Hast du uns überhaupt nicht zugehört? Puh, nicht so richtig. Er hat was vom Shopping-Kanal gesagt, also dachte ich, der will dir irgendwas verkaufen. Ah, verdammt, Matt, wir haben's verschissen. Wir haben's aber mal so richtig verschissen, Alter. Aber wie kann das denn überhaupt unsere Schuld sein? Wie zum Geier haben wir es geschafft, das Ende der Welt heraufzubeschwören? Waren wir echt so besoffen? Boah. Ja, klar waren wir besoffen. Geil. Aber glaub mir, das ist der schlimmste Kater aller Zeiten. Ich weiß, wie es dir geht, Mann. Aber ich habe ein Heilmittel für all deine Wehwehchen. Wir brauchen nur etwas Milch, Müsli und den Shopping-Kanal. Wir brauchen nicht den Shopping-Kanal. Was für einen Müllmann da kaufen kann, ist wirklich irre. Es gibt nichts Besseres an einem Feiertag. Heute ist kein Feiertag, heute ist Montag. Ich weiß, aber scheiß drauf. Wenn Washingtons Geburtstag ein Feiertag sein kann, dann ja wohl auch die Apokalypse, oder? Ja. Wenn man es so sieht. Siehste?
Dann mal los. Warum ist bei uns Washingtons Geburtstag kein Feiertag? Oder irgendein anderer Geburtstag von einem deutschen Politiker oder alten Kaiser oder König? Warum haben die Amerikaner einen Feiertag für Washington, aber wir nicht für... Karl der Große, Alexander? Ich weiß nicht genau, wer alles von Deutschland war. Geschichte ist zu lange her, kenne ich nicht mehr. So, wir sind hier in der Apokalypse, wissen nicht genau, was passiert ist. Ich kann mir das halt auch nicht erklären, wie durch einen Shoppingkanal der Weltuntergang entsteht. Aber das werden wir dann bestimmt noch beim nächsten Mal herausfinden. Ist wirklich an der Stelle vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Links zur ersten Folge und zur Playlist des Projektes unten in der Beschreibung und auch alle Social Media Links. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, was gibt es denn da noch zu sagen? Außer Tschüssili.